Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Ja, ich gehe mal wieder raus aus diesem Raum hier und ich glaube, wir haben den Flur noch nicht ganz abgedackelt hier. Ich weiß nicht, ob ich mit rechts am besten mit. Oh, die Musik fängt aber an. Das ist doch. Ja, genau, da waren wir noch nicht. Kaputt. Und die war offen, ne? Und dann muss ich nach links. Das darf ich nicht vergessen, weil ich glaube, in diesem Raum waren wir jetzt schon mal. Das war der weiße Raum mit. Ja, mit Angela. Alles klar. Dann gehe ich jetzt weiter nach links. Ich bin nämlich das letzte Mal nach rechts gegangen. Okay. Alles klar. Links zu dem Monster, wo die Musik auch lauter wird. So, das wartet schon ganz nett auf mich. Komm mal her, du Fackvieh. Tritt drauf. Oder ist es richtig Mause, Mixe Maxe Mause tot? Okay. Kaputt. Was haben wir hier? Ich kann die Tür nicht öffnen. Dann haben wir noch die letzte Tür hier. Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann es nicht öffnen. Hä? Aber ich dachte, wir sollten jetzt hier diesen Schlüssel finden. Ach ja, ich habe ja immer noch keine Karte. Ich habe ja immer noch keine Karte. Blöd. Ja. Aber wir sind ja bei den Hunderterzahlen. Hier ist 109. Und so. Hier war der Verbandskasten und so. Habe ich jetzt einen Raum übersehen? Könnte das sein? Was war hier? Ist der Angela-Raum schon wieder? Ja, nee. Und ich muss mir, eigentlich müsste man sich mal die Zahlen merken auf den Türen, dann weiß man wenigstens so, okay, kann man das mit irgendwas verbinden? 109 ist Angela. Dann müsste da vorne der Speicherraum dann gleich kommen. Das bringt ja auch nichts irgendwie. Nee, in dem anderen kleinen Gang war ich dann ja aber noch gar nicht. Denke ich mir gerade. Weiß auch nicht. Hier ist der Flur. Dann hier hinten nochmal abklappern. Hier waren wir schon, das sehe ich anhand der Monster. Gut, dass die hier immer sind. Jetzt habe ich sie ja wirklich alle ausprobiert, aber hier war nichts. Muss ich dann doch in den zweiten Stock? Muss ich wohl noch in den zweiten Stock? Ich meine, immerhin habe ich die Münze gefunden und man kann hier das Rätsel machen. Und zwar beim Speicherraum. Im Speicherraum ist das mit den Münzen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt. Ja, wir können ja hier auch noch mal raus. Du kannst die Tür nicht öffnen. Dann weißt du Bescheid. Gut. Das ist die. Das ist der Flur. Kann man denn noch weiter runter? Wir könnten höchstens noch mal nach ganz oben rennen. Und die Tür ist ja auch nicht verschlossen. Er kann sie nicht öffnen. Also können wir da nie durch. So, jetzt gehe ich noch mal nach ganz oben. Oh, was ist hier? Das ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Doof. Ja. Und nirgendwo eine Karte. Ja, pff. Müsste ich dann nicht was übersehen haben oder so? Oh, hast du jetzt eine Karte gefunden? Ah, Blue Creek Apartment. Sehr schön. Gut. Das ist gut. Sehr gut. Da haben wir unsere Karte. Jetzt hast du einen. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, wir haben keinen. Jetzt sehen wir auch die Räume. Wieso 209? Ach, 209 ist abgeschlossen. Ja, okay. So, wir sind jetzt irgendwie im Westgebäude oder sowas.
Und das war 2F. Habe ich denn irgendeinen Schlüssel, den ich noch einsetzen könnte? Ich weiß es gerade gar nicht. Muss halt mal überlegen, wo ich jetzt überhaupt hin kann. Puh, Patron, Pistole, bla bla, Häftling, Schlange. Und wenn man nur zwei Münzen braucht, kann man denn die zwei Münzen schon mal einsetzen? Vielleicht findet man auch gar nicht alle Münzen, obwohl ich das mir nicht vorstellen kann. Brief, aber wir haben sonst auch nichts mehr. Ich gehe jetzt noch mal in den Raum, wo ja nach unten, wo man speichern kann zum Dingens, Dingens. Zum Münzenrätselteil, wo ich gerade nicht weiß, wo das war. War das hier? Was hatte ich gesagt? 105, da müsste ich ja hier irgendwo, war das doch? War das 105, wo man speichern kann? Ja, hier bin ich doch richtig. Genau. Dann kommt jetzt hier bla bla bla. Der Text, ich will eigentlich nur wissen, ob man die jetzt hier schon jetzt einsetzen kann, weil kann ja auch sein, dass man gar nicht alle braucht. Verwenden. In welches Loch wirst du die Münze legen? Ach so, okay, warte. Dann muss ich mal eine Notiz mir wieder machen. Mit unserem Textchen. Wir haben die Schlange und wir haben den Häftling. Gut. Ich glaube nicht, dass wir alle Münzen haben. Das glaube ich nicht. Auf dem Tisch ist etwas geschrieben. Zur Rechten ist die Frau. Rechts Frau. Zur Linken Alte. Der Alte. Mitte kriecht die andere. Jetzt bleiben nur noch zwei Plätze, doch habt nun keine Angst, das Puzzle ist fertig, das Puzzle ist fertig. Das heißt, wir brauchen drei Münzen, oder? Verstehe ich das richtig? So, dann verwende die nochmal. Wir haben die Schlange. Mitte kriecht die andere. Wahrscheinlich ist damit die Schlange gemeint. Dann packen wir die Schlange mal in die Mitte. Nee, nicht prüfen, sondern verwenden. Ich mach die Schlange in die Mitte. Ja. So. Und dann mache ich so Münze Häftling. Verwenden wir auch mal. Rechts Frau, zur Linken der Alte. Dann wird damit der Häftling gemeint sein, vielleicht. Rechts Frau. Kann aber auch ganz rechts sein. Rechts Frau, zur Linken der Alte. Also vielleicht hierhin. Da kann sich wahrscheinlich auch nichts tun jetzt, weil uns fehlt die Frau. Die Frau als Münze. Das werden wir dann noch holen müssen. Frag mich aber nicht, wo. Ich habe nämlich auch gerade keine Ahnung, wo wir eigentlich hin sollen. Also ich finde es toll, dass wir jetzt eine Karte schon mal haben. Ich habe tatsächlich auch alles ausprobiert. In 109 war Angela. In 105 können wir speichern. Da ist nichts mehr. Es wundert mich. Ich dachte, wir sollen jetzt hier einen Schlüssel finden. Oder hatte ich da in Angelas Raum nicht ordentlich abgesucht? Oder wie? Oder wir finden den Schlüssel halt erst mit dem Münzenrätsel. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber. Ja. Nur? Da geht das nicht weiter. Das geht ja alles nicht. Wo soll ich denn hin? Bin das erste Mal so richtig planlos. Irgendwie. Vielleicht müssen wir auch ganz zurück, aber wenn wir schon mal hier sind, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nochmal irgendwie in 109 reingehen. Das ist aber 104.
101, ich weiß nicht. Weiß nicht. Nee. Ja, hier in diesem Hof, doch, da waren wir auch schon. Das war dann die rechte Seite. Müssen wir dann vielleicht jetzt mal auf diese Seite, also auf die andere, auf die East Side sozusagen? Oder wir gehen halt noch mal ein Stockwerk nach oben. Hier habe ich jedenfalls nicht, wie ich dachte, einen Schlüssel gefunden. Hier ist halt nur das Problem mit den Münzen irgendwie. Ja, geh mal weiter. Geht's denn noch weiter? Da oben war ja nichts, ne? Da war ja irgendwie zugesperrt, genau. Lässt sich nichts machen, nee. Hast du hier noch was gefunden? Nee, da war die Karte, ja. Okay. Haben wir hier irgendwas noch nicht ausprobiert gehabt im zweiten Stock? Aber roter Strich halt ist halt abgeschlossen. Da haben wir die Schlüssel einfach noch nicht gefunden. Wir könnten halt höchstens noch mal rüber, aber wozu? Wozu? Dann hängen wir da überall irgendwo anders. Jetzt haben wir es ja schon mal hier rüber geschafft. Wieder zurückgehen. Ich meine, die andere eine Münze hatten wir ja auch. Auch ganz woanders eigentlich gefunden. Vielleicht ist die dritte Münze auch sonst wo. Ich irgendeinen Stock übersehen? Ich bin gerade ein bisschen planlos. Und bevor ich jetzt hier überall herumirre, ich mache mal kurz einen Cut und. Ist da eine Ampulle oder so? Nee. Nö. 209. Ich probiere jetzt nochmal diese zwei Räume hier ab. Da hängt ein Zettel. Lieber Tim, ich muss etwas erledigen, deshalb gehe ich aus. Ich habe den Hausschlüssel bei Onkel David hinterlegt. Du weißt ja, wo er wohnt, oder? Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe. Im ersten Stock. Hä? Ist im Zimmer neben der Treppe. Im ersten Stock. Ja, gehe ich da jetzt noch mal hin. Komisch, wo ist denn das? Müssen wir runter, weil wir sind ja im zweiten. Hier sind wir jetzt im ersten. Im Zimmer neben der Treppe. Und das wird ja dann hier sein. Ist das damit gemeint? Ist hier vielleicht was drin, was er nicht gefunden hat, was ich übersehen habe? Aber er guckt ja auch nirgendwo hin, deswegen glaube ich nicht, dass da was ist. Das ist ja das Zimmer neben der Treppe. Ein anderes gibt's ja nicht. Und da kann man nicht rein. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß auf dem Zettel? Ey! Der du das geschrieben hast, ist voll blöd. Und wenn du die einhaust, es geht nicht, ne? Und einschießen wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Vielleicht muss man da von der anderen Seite hinkommen. Geht sowas? Das ist ja auch verkriegelt. Vielleicht durch den Spiegelraum bei 109? Ich weiß, ich wollte jetzt einen Cut machen, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt eh selber ausprobieren würde, bis ich checke, was ich machen soll. Ich gehe jetzt noch mal in 109. So. Das ist Angelas Raum. Ist quasi auf der anderen Wandseite des Zimmers. Vielleicht ist ja hier auch ein Schlüssel noch und ich habe den nicht gefunden. So, kann ja auch sein. Ich mal was übersehen habe, aber eigentlich guckt er ja auch immer sehr offensichtlich irgendwo hin. Und ich bin gar nicht im Angelas Raum, das ist unser Speicherraum, merke ich gerade.
Oder auch nicht mal. Das ist einfach nur so ein. Doch. Doch, das ist Angelas Raum. Gehe ich jetzt noch mal da rein. Vielleicht kann er ja den Spiegel einschlagen. Nein, kannst du nicht. Und eine Pistole. Einmal draufballern, nur ein Schuss. Vielleicht ist dahinter ja. Hätte mich auch gewundert, aber wäre irgendwie auch cool gewesen, wenn da jetzt so noch was gewesen wäre. Ja, schade. Ich habe keine Ahnung. Jetzt mache ich tatsächlich mal einen Cut. Wir sehen uns gleich. Weil ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder und ich bin jetzt in einem ja, anderen Eck. Ich bin jetzt wieder auf dieser Seite, weg von dieser Westside-Geschichte hier und stehe jetzt vor dem Müllschlucker, wo wir am Anfang waren. Es ist nämlich so, dass mir halt tatsächlich die dritte Münze jetzt fehlt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und die kriege ich jetzt über diesen Müllschluckerkram. Und da hieß es ja, dass man da was Schweres reinwerfen soll. Und das sind die Safttüten in Dosen oder so. Und ja, die soll man da reintun. Ich glaube, hätte da irgendwie mal gestanden, ja, ist ziemlich schwer oder so, dann wäre ich da vielleicht auch drauf gekommen. Aber so ist es halt, naja. Machen wir das mal. Das war laut. Was sagt er ja jetzt zu? Sieht aus, als hätte sich der Müllschlucker festsitzende Abfall gelöst. Ja, das ist ja schön. So, dann haben wir das gemacht. Jetzt möchte ich raus. Wie komme ich denn am besten mal raus? Ich glaube, ich gehe einfach mal durch den Flur hier. Es ist ja hier direkt um die Ecke und dann müssen wir halt leider den Weg wieder zurücklaufen. Aber haben dann die dritte Münze, dann löse ich das Rätsel und mal gucken, ob wir dann den Schlüssel kriegen. Wir sind im zweiten Stock, das heißt, wir wollen runter. Den Weg kennen wir ja, den bin ich ja jetzt öfters schon mal gelaufen. Dann einfach mal raus. Wieder ganz aus dem Gebäude raus, hatten wir auch schon länger nicht. So. Genau, und dann gehst du mal jetzt hier rüber, weil jetzt sollte da Müll sein. Und das habe ich jetzt nicht gelesen, das habe ich mir gedacht, ne, weil ja hier der Müll ist und dann fällt das runter. Der Müllsack ist zerrissen und der Inhalt überall verstreut. Ich habe eine Münze, alter Mann, gefunden. Da ist sie. Was ist das? Ah, so ein Klatschmagazin. Die Polizei gab heute bekannt, dass Walter Sullivan, der am 18. dieses Monats für den brutalen Mord an Billy Locane und seiner Schwester Miriam verhaftet worden war, am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle Selbstmord beging. Über Walter Sullivan erfahren wir auch noch mehr im Teil 4 von Silent Hill. Zwar kommt erstmal Silent Hill 3, das hat nichts mehr mit Walter Sullivan zu tun, aber auf jeden Fall gibt es in Silent Hill 4 The Room noch mehr Infos über Walter Sullivan. Das merken wir uns hier also an der Stelle mal. Laut Polizeibericht stach sich Sullivan mit einem Suppenlöffel in den Hals und durchtrennte dabei die Halsschlagader. Als der Wärter ihn fand, war Sullivan bereits an Blutverlust gestorben. Der Löffel steckte 5 Zentimeter tief in seinem Hals. Ein alter Schulfreund von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River sagte, er sah nicht wie einer aus, der Kinder umbringen würde. Aber ich erinnere mich, dass er kurz vor seiner Verhaftung alle möglichen seltsamen Sachen sagte, wie zum Beispiel, er versucht mich zu töten, er versucht mich zu bestrafen, das Monster, der rote Teufel, vergib mir, ich hab's getan, aber ich war's nicht. Der Schulfreund fügt dann zu, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war er wohl ein bisschen durchgedreht. Das so zum Thema Sullivan. Alles klar. Weißt du Bescheid. So, jetzt muss ich leider den Weg wieder zurückeiern. Dauert aber jetzt auch keine Ewigkeit. Das machen wir jetzt noch mal eben, damit ich möglichst in diesem Part auch noch das Rätsel löse. Das würde ich jedenfalls gerne. So, geh mal hoch. Tschlüpp. 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 So, da rein. Dann wieder nach hinten durch. Meine ich. So. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich glaube aber schon. Jetzt müsstest du eigentlich rübergehen, wieder auf die andere Seite. Gut machst du das. So, jetzt sind wir wieder auf der
westlichen Seite des Apartments, wo diese Außenzimmer sind. Hier fängt wieder die eklige Musik an. Ja, genau. Dann gehen wir raus. Und dann sind wir auch gleich schon da in dem Raum. Der... Na, war der nicht... Hier? Jetzt muss ich mal doch nochmal auf die Karte gucken. Nee, Quatsch, genau. Wir müssen ja ein Stockwerk runter. Stimmt. Genau, im zweiten Stock sind wir ja auf dem Gang, wo wir jetzt zwar rüberkommen auf die andere Seite, sind aber nicht im Stock, wo wir hin müssen für den Rätselkram. So, dafür müssen wir wieder runter in den ersten Stock. Dann haben wir es auch gleich schon. Ja, das hätte man natürlich vorher auch machen können. Ich bin nicht drauf gekommen, dass man die Safttüten in den Müllschlucker schmeißen kann. Dass das ist, was schwer ist. Gut, wenn man so um die Ecke denkt, kann man sich das vielleicht denken. Aber für sowas bin ich immer viel zu aufgeregt hier in diesem Spiel. Und ja, braucht da ein bisschen deutlichere Hinweise irgendwie. 105, ich bin ja schon, das ist ja direkt hier um die Ecke, ja gut. Dann stehe ich ja quasi davor. Oder so. Moment. Ist das hier 104? 101? Nee. War das jetzt nicht gegenüber? Wo ist denn das? 105. Da. So. So. Jetzt habe ich es aber. Ja, ich hatte ja angefangen, das Rätsel zu lösen. Ich habe das auch noch hier stehen. Rechts Frau, zur Linken der Alte, Mitte kriecht die andere. Die andere dachte ich wäre die Schlange. Große Münze, die das Gesicht eines alten Menschen zeigt. Ich fand sie am Ende des Abfallschachts. Die verwenden wir jetzt auch nochmal. Bitte. Dann kann ich mir das nochmal angucken. So. Ich habe die Frau. Ist ja eine Frau drauf. Meinte ich nicht das letzte Mal, wir brauchen noch eine? Rechts Frau, zur Linken der Alte. Mitte kriecht die andere. Dann machen wir mal hierhin den Mann. Nein. Da hat sich jetzt nichts getan. Nochmal. Ah, jetzt können wir das aber untereinander verschieben. Das finde ich gut. Nur die Schlange, die lasse ich da mal. Oder mache ich gleich nochmal dahin. Rechts Frau. Wir können ja auch die Frau ganz nach rechts hier hin machen. Und ja, ich muss die ja erstmal wegnehmen wieder. Wie geht denn das jetzt? Warum gibt es hier nicht die Münzen einfach im selben Menü? Ist doof, dass man hier mal so reingehen muss. Rechts Frau, zur Linken der Alte, Mitte kriecht die andere. Ich pack die Frau jetzt einfach mal nach ganz rechts. So. Wobei sie nach links guckt. Und es hatte auch damals irgendwie was zu bedeuten. Meine ich rechts Frau, zur Linken der Alte. Soll übrigens auch eine... Ja, es soll an Adam und Eva und die Schlange übrigens erinnern. Das soll so ein bisschen die Metapher vom Ganzen hier sein. Und zur Linken der Alte, Mitte kriegt die andere. Weil Eva soll ja sozusagen die Schlange und bla bla. Und deswegen hat das, glaube ich, auch was damit zu tun. Ich mache das jetzt einfach nochmal so. Nur, dass ich das Ganze jetzt so mache, dass dazwischen immer einer frei ist. Genau. Und zur Linken der Alte. Und den mache ich jetzt einfach mal nach ganz links. Mal gucken, ob das klappt. Nö. Doch. Hat geklappt. Ich habe den Schlüssel zum Haus Lühn. Ja, das finde ich ja super. Dann würde ich doch mal sagen, ich speichere dann hier als nächstes nochmal ab. Und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill. Bisher habe ich es ganz gut durchgestanden und frage mich jetzt, wozu ist denn dieser Schlüssel da? Prüfen. Das muss der in der Nachricht erwähnte Schlüssel sein. Dort stand, dass er bei Onkel David hinterlegt sei. Und der, ja, da muss ich dann die Tür nochmal finden. Das wird das sein, da wo der Zettel dran ist, also im zweiten Stock. Da gehen wir als nächstes hin im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.